Ja, servus, dass ihr bei unserem neuesten Video wieder dabei seid. Heute geht es um Ja, jetzt möchte ich euch eben, wie schon gesagt, das Armeebuch Army of France und die Alliierten, die ihm damals dabei waren, Holländer, Belgier, Griechen, Norweger, einmal näher zeigen. Wie immer ein Inhaltsverzeichnis. Ihr seht schon, ich habe hier einige Lesezeichen, wo ich euch darauf aufmerksam machen möchte, auf bestimmte Sachen. Inhaltsverzeichnis, was in dem Buch ist. Ja, und dann kommen wir schon zu den Franzosen. Eben kurzer Abriss über die französische Armee zu dem Zeitpunkt des Zweiten Weltkrieges. Dann haben wir die französischen Sonderregeln. Da haben wir mal als erstes die Communication Breakdown. Das heißt, wenn das Spiel beginnt und der französische Spieler den ersten Würfel ziehen würde oder bekommen würde, dann kann der Gegner verlangen, dass dieser zurückgeworfen wird und noch einmal frisch gezogen wird. Bezieht sich aber nur auf den ersten Würfel. Die Forward Artillery Doctrine, das war noch ein Relikt aus dem Bereich des Ersten Weltkrieges. Hier ging es ihm sehr stark auch um Artillerie. Das haben die Franzosen übernommen. Da spiegelt sich hier in diesem Spiel wieder, dass der Franzose eine freie Artillerie dazu haben kann. Also entweder eine Haubitze oder eine Panzerabwehrkanone. Dann haben wir Hurriedly Conscripted Reserve. Das heißt, was wollen die Regelautoren damit erzeugen? Sie wollen damit das Feeling erzeugen, dass, oder meiner Meinung nach das Feeling erzeugen, dass die Franzosen dann doch ja etwas überrascht waren von dieser extremen Schnelligkeit, Wirksamkeit der deutschen Einheiten, hier einen quasi Notfallplan ins Leben gerufen haben und so ziemlich alles mobilisiert haben. Für das Spiel bedeutet das, wenn du drei unerfahrene Einheiten auf der französischen Seite spielst, dann kannst du eine vierte gratis dazu nehmen. Ja, ist ja auch nicht schlecht, so ähnlich wie bei den Russen. Wir gehen weiter bei den Franzosen. Ja, eine Sonderregel hätte ich euch fast unterschlagen, verzeiht. Das ist der VB oder VB Launcher. Das ist quasi der Begriff für die Gewehrgranate. Das heißt, der französische Trupp kann für eine Punktekosten von, ich glaube, 20 Punkte, was er normalerweise kostet, in der Einheit, einen VB-Launcher mitnehmen, sprich einen Gewehrgranatenschützen, den er alternativ natürlich auch als normalen Schützen einsetzen kann. Hat immerhin eine Reichweite von 6 bis 18 Zoll, ein Schuss ist klar und eine HE-Wirkung. Ist nicht uninteressant. Hier ein paar Impressionen, wie immer bei diesen Büchern. Dann möchte ich euch wie immer nur Auszüge zeigen. Bei den Tanks, da gibt es eben bei den französischen Tanks die Option oder diese ja, Sonderregel, dass die nur mit einem Mann im Turm waren, also wo der Mann im Turm, Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze, Funker, alles in einer Person war. Das wirkt sich insoweit aus, dass sie jedes Mal testen müssen, wenn sie einen Befehl wie Advanced durchführen wollen. Warum? Ist klar, der Advanced-Befehl beinhaltet Bewegen und Schießen. Ein nächster Bereich in diesem Buch ist dann schon ein Theater oder diesen, ja, Orten quasi gewidmet, eben der Phony War oder der Sitzkrieg an der deutsch-französischen Grenze. Dann beginnt es schon mit The Battle of France. Die Defense of Vichy.
Ja, also auch hier interessant. Und dann kommen wir schon zu den Belgiern. Die Belgier haben im Prinzip genau dieselben Sonderregeln wie die Franzosen, haben hier keinerlei Unterschiede, bisschen anders die Uniformen, aber sonst gleich. Der nächste Abschnitt dann auch hier natürlich wieder mit Szenarien dabei. Die Niederlande, also die Holländer, auch die haben im Prinzip dieselben Sonderregeln wie die Franzosen und die Belgier. Vereinfacht das ein wenig. Hier gibt es eigentlich keine außergewöhnlichen Dinge. Was ich nur interessant gefunden habe, teilweise können diese Armeen zum Beispiel eine Bofor 40 mm, das ist eine Maschinenkanone, und zwar eine Heavy Automatic Cannon. Ja, die richtet schon einiges aus, ja, das darf man nicht unterschätzen, in ihren Besitz dazu nehmen. Ja. Ist ja ganz okay, muss ich sagen. Ja, nachdem wir jetzt die Belgier, Holländer auch schon kurz abgehandelt haben, kommen wir zu den Norwegern. Die haben eben folgende Armee-Sonderregeln, eben das bekannte Communication Breakdown, wo der erste Würfel entfernt wird. Dann haben sie Fieldcraft. Fieldcraft sagt eigentlich aus, dass bei der Aufstellung der belgische Spieler eine versteckte Aufstellung inklusive Ambush, also Hinterhalt, in Anspruch nehmen kann, schon bei der Aufstellung. Infiltration sagt aus, dass falls der finnische Spieler Flankenangriffe macht, der minus 1 Modifikator fürs Reinkommen ignoriert wird. Ja, das nächste, was die Belgier haben, sind unter anderem Skier, ja, bei ihren Truppen, was recht gut ist, weil damit sind sie in ihrem Terrain, was ja oft sehr winterlich ist, nicht vom Gelände so abhängig in der Bewegung. Das heißt, finnische Truppen können relativ flink über das Spielfeld geschickt werden und können so zum Beispiel einen normal ausgestatteten Gegner, der nicht im Besitz von Skiern ist, schnell umgehen und auch vom Rücken angreifen oder sonstige Aktionen durchführen. Ja, dann haben wir natürlich noch die Polen. Die Polen können als Sonderregel nach der kurzen Einleitung dazu, haben sie eben Command Breakdown, also wieder, das zieht sich hier wie ein roter Faden durch, diese Sonderregel, falls der erste gezogene Würfel einer der Polen ist, wird dieser wieder zurück in den Würfelsack gelegt, es wird noch einmal gezogen und dieser Würfel zählt dann. Dann eine Hope of Retreat, da können die polnischen Truppen, wenn sie einen Moralcheck machen müssen, eine Wiederholung spielen. Ja, also sie können einen Reroll quasi auf den Wurf machen. Dann haben wir die Elite-Offiziere. Insoweit Elite, dass alle Offiziere der Polen die Sonderregel Fanatic automatisch haben. Und jetzt kommt das nächste, was die Polen ja auch nicht so, ja, schwach macht. Das sind Truppenstärken bis zu 19 Mann. Ja, also 19 Minis in einem Trupp. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja. Es kostet natürlich Punkte, aber ihr braucht nicht viele Slots in eurem Game. Ja, also das heißt, eben die Polen, hier mit der Kavallerie, ja, bekannt diese Attacke, mögliche, eben Armeelisten, beziehungsweise hier sind wir schon bei den Griechen, Verzeihung. Die Griechen haben dieselben Sonderregeln, ja,
Also Command Breakdown ist quasi erster Würfel wieder zurück. Dann haben sie Fieldcraft und dann haben sie noch Infiltration. Ja? Also Infiltration wieder wie bei den Norwegern unter anderem. Die Besonderheiten bei den Griechen sind, dass sie auch einen VB-Launcher, also die Gewehrgranate, mitnehmen können und dass sie Gelände Vorteile teilweise haben, eben durch diese steinig verkarstete Gegend in Griechenland. Dann haben wir noch den Punkt der Partisanen. Auch das wird in diesem Buch angesprochen. Sie haben die Sonderregel versteckte Bomben, also Hidden Bombs. Das heißt, hier kann der Partisanenspieler drei Bomben aufstellen oder drei Marker für Bomben und dann wird bei Annäherung, wird eben, wenn sich der Gegner innerhalb eines gewissen Umfeldes befindet, gewürfelt. Geht es gut für den Gegner, dann ist nichts. Die Bombe bleibt aber, das ist interessant. Oder sie explodiert gleich. Also es gibt hier verschiedene Variationen, die ja für den Gegner unangenehm werden können. Und auch die Partisanen haben große Trupps, nämlich bis zu 20 Mann. Ja? Also so 20 Mann sind schon eine Menge, die auf eine Einheit zukommt. Ja? Also, da ist es eher nicht so ratsam, mit so 5, 6 Mann-Einheiten zu spielen, wenn du gegen Partisanen kämpfen willst. Ich glaube, da kannst du relativ schnell den Kürzeren ziehen. Hier noch ein paar schöne Illustrationen dazu. Ja, und zum Abschluss noch quasi ein Partisanenüberfall, der hier bildlich dargestellt wird. Die Rückseite noch mit der ISBN-Nummer. Ja, Armies of France and the Allies. Ja, das war heute unser Blick ins Armeebuch der Franzosen und diverser Alliierten. Wie ihr gesehen habt, es gibt hier einiges an Optionen. Teilweise sind die anderen Fraktionen nicht unbedingt die schwächsten. Mit diesen Sonderregeln, die sie enthalten, kann man hier wirklich sehr spannende und unterhaltsame Spiele auch für die Zukunft garantieren. Das heißt, wenn ihr mal ein wenig weg wollt, quasi vom Mainstream der Hauptarmeen wie der Deutschen, der Engländer, der Amerikaner oder der Russen, kann ich euch dieses Buch empfehlen. Sehr nett zum Beispiel habe ich die Norweger gefunden, die mit ihren Schienen doch einiges ja, am Spielgeschehen verändern können. Und auch so sind einige interessante Gimmicks, wie ihr gesehen habt, enthalten. Ja, das war eben das Buch der Französen und ihrer Alliierten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen da, würde uns freuen, oder schreibt uns einen Kommentar, was uns immer wieder freut. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus!